Ja, 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 wunderbare Straßen, street atmosphere with Sabotage. Very street. Street. Hello, everybody. Hello, hello. Jetzt müssen Sie sich mal schnell vorstellen. Okay. You are? Chris Oliva, guitars. Steve, the drummer. I'm Christopher, the other guitar. I'm Johnny, I play bass. And I screech a lot and play piano, and I'm John. Okay, thanks very much. You were on the show before, right? Absolutely. Du warst auch schon mal in der Sendung, ja? Das war lustig. Eines meiner allerersten Interviews in Hard and Heavy ist schon Jahre her. Aber jetzt können wir, let's go to the serious part of the interview. Here we go. Here we go. Metal Scene in Florida. Eine Band aus Florida hatten wir ja noch nie in der Sendung. Was ist denn dort so los? Heard of many hard rock or heavy metal bands coming out from that area. Well, it's a small. Die Szene ist zwar klein, aber loyal. Aber viele ziehen von New York nach Florida wegen der hübschen Mädchen, dem Strand, und billig ist es auch. Und da all die Leute dorthin kommen, passiert immer mehr und erreicht im Moment ein absolutes Hoch. What's also very good is your new album. Euer neues Album, Gutter Ballet, ist auch nicht von schlechten Eltern. Aber lustigerweise klingt kein Song wie der andere. Man weiß beim Hören nie, was einen als nächstes erwartet. You changing styles, you have this kind of style, that kind of style. Is that an intention? Absolutely. Wir wollen das auch genauso. Es soll doch eine Überraschung sein, und das haben wir beim Zusammenstellen der Platte auch im Kopf. Und es funktioniert, stimmt's, Jungs? When we're writing the material and we're putting it together, and it works right, guys? Absolutely. See, it works good. I did that good. See, so you know, we just do it that way. So wir mögen es gar nicht dauernd dieses Geschrammel. Naja, wir machen das zwar auch, aber geschmackvoll. We do that too, but we do it with taste. By the way, it's the most successful album. Das ist ja auch euer bisher erfolgreichstes Album. Absolut. Bis jetzt war es Hall of the Mountain King. Aber die neue Scheibe ist bereits nach 3 Wochen abgegangen wie eine Rakete. 3 weeks and it's already boom, gone, blown it out. Charts and everything. Charts. Yes, in America we're doing. In Amerika sind wir die Nummer 1 im Heavy Metal Radio und vielen anderen Charts. Number one in most requested, most added, and in retail sales. So we're real psyched about that. And we're in the German charts. Und sogar in den deutschen und holländischen. Da flippen wir völlig aus. Things are looking up. Yeah, Sabotage. Yes. Yeah. What made you decide? Wieso spielst du denn seit neuestem auch Keyboard? Hast du das inzwischen gelernt? And all of a sudden, he introduces himself as a keyboard player. Well, have you learned that in the meantime? Ich habe immer ein wenig die Keyboards gedrückt, aber es war schwierig, einen passenden Platz für sie in unserer Musik zu finden. Aber jetzt, da wir gereift sind und es uns leisten können, kam der Vorschlag von der Band, mein Keyboard-Spiel mehr einzubringen. And stuff, and we've got money to where we can afford to buy some. We said, hey, John, why don't you play some keyboards? And I said, hey, guys. Sounds great, right, guys? Right, John. He plays keyboards too now. Yes, I'll forget about him. He plays keyboards a little bit too. So everybody plays keyboards. Aha, das spielt wohl hier jeder. No, not him. I go, He plays the ahs. And I play the piano stuff and some of the ahs and some of the strings and stuff like that. So we're having fun with keyboards. Wir haben Spaß an den Keyboards, aber bei uns sind sie immer noch heavy. That's the good part of it. Always retain our roots. Wir bleiben stets bei unseren Wurzeln. This fantastic, brand new, wonderful. Mit eurem fantastischen Video Gutter Ballet sind einige Anekdoten verbunden. Or not anecdotes, stories. Story. Well, first of all, it was like the coldest. Wir drehten in New York am kältesten Tag des Jahres. And it was with the wind chill factor. Everyone shiver real quick. It was 30 below zero. 30 Grad minus. Unsere Jacken klebten auf dem Leib. And we were there for 2 days. 40 Stunden frieren. Wir fühlten nicht mal mehr unsere Füße. Feel our feet when we were done. Wir standen auf dem Dach dieses Hochhauses, und falls es so aussieht, als ob uns kalt ist, es war auch so. It's because we're freezing. Why didn't you go and shoot your? Warum habt ihr denn die Aufnahme nicht in Hawaii gemacht? No idea. Atmosphere. Die Atmosphäre. Wir wollten das Ghetto. We wanted the gutter, and we did it in a place called Alphabet City in Manhattan, which is like. Es war in Alphabet City, und das ist das Ghetto, der runtergekommenste, dreckigste, abstoßendste Teil von New York. Part of New York, and for the atmosphere of the Gutter Ballet. Unser Videoproduzent entschied, dass dies die passendste Gegend für the Gutter Ballet sei. Wir hatten trotzdem eine großartige Zeit und hoffen, euch allen gefällt es. We did it there, and we had a lovely time, and I hope y'all enjoy it.